بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد, wir machen weiter mit dem zweiten Teil. Wir haben, wie gesagt, über die Dinge gesprochen, die dazu verhelfen, die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen, nachdem man rechtgeleitet wurde. Ja? وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدَى. Und Allah subhanahu wa ta'ala leitet diejenigen, die rechtgeleitet sind, ja? Recht. Allah subhanahu wa ta'ala vermehrt ihnen an Rechtleitung. Wir haben einmal Dua genannt, das heißt, wir haben sechs Punkte genannt. Einmal Dua, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala Dua macht, dass man sagt, ja Allah, leite mich recht, leite mich gerade, lasse mich so sein, lasse mich die Religion praktizieren, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das praktiziert hat, lasse mich praktizieren, so wie die Sahaba die Religion praktiziert haben, wie Abu Bakr, Umar, Uthman, die Tabi'un, die Salaf im Allgemeinen, die Imame, vier Imame im Allgemeinen. Dann zweitens Wissen, dass man sich Wissen aneignet, dass man den Koran auswendig lernt, dass man Hadith auswendig lernt und vor allen Dingen, dass man das Wissen von den Männern nimmt. Al-ilmu yu'khadhu min afwahi ar-rijal. Das Wissen wird von den Mündern der Männer genommen. Das Wissen wird nicht einfach so von Büchern genommen. Weil das ist auch ein Trick vom Shaitan. Du gehst, okay, verteil mal das gleiche Buch, ein Buch, wie viele sind wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Verteil mal ein Buch an jeden von uns. Jeder bekommt ein Buch. Dann lesen wir nur eine Seite. Eine Seite nur. Okay, was hast du davon noch verstanden? Ich habe das und das verstanden. Du? Nee, ich habe das und das verstanden. Du? Nee, ich habe aber das und das verstanden. Du? Dann sieht man, mashallah, jeder hat irgendwas anderes verstanden. Deswegen wird das Wissen von den Männern genommen. Das heißt, von den Wissenden. An erster Stelle von den Gelehrten. Und dann die danach kommen. Das heißt, die Schüler der Gelehrten. Ja, die Schüler des Wissens. Dann das Verinnerlichen vom Wissen. Das heißt, dass man dieses Wissen verinnerlicht. Dann gute Taten, dass man gute Taten vollbringt. Ja, Fasten, Beten, ja, Koran lesen, Dawa machen. Ja, das sind alles gute Taten, die halt aus diesen Dingen halt hervorkommen. Dann der Umgang, das heißt, dass man darauf achtet, ja, dass man darauf achtet, mit wem man abhängt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem authentischen Hadith, er sagte, das Gleichnis vom Freund ist wie ein Miskverkäufer oder ein Schmied. Jemand ist in einem Miskverkäufer, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte dann, entweder bekommt er ein Misk, das heißt ein Parfüm, Geschenk, oder er kann ein Parfüm kaufen, vielleicht zu einem günstigeren Preis. Oder er riecht halt danach. Man sieht, das riecht gut. Mit wem bist du die ganze Zeit? Mit wem hängst du die ganze Zeit ab? Ja, ich häng mit einem Parfümverkäufer ab. Alhamdulillah. Dann der andere, Schmied. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, entweder bekommt man Funken auf seine Kleidung, oder die Haut wird davon verbrannt, oder am Ende bekommt man letztendlich diesen Geruch von Feuer und so weiter. Zusammengefasst sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam hiermit, der Freund hat direkt oder indirekt Einfluss auf dich. Jetzt sagt einer, ja, ich bin im Shisha. Habt ihr Shisha-Bars hier in Aschaffenburg? Ja, ne? Stimmt. Brauchst nicht zu fragen, ne? Jetzt sagt einer, ja, ich bin in der Shisha-Bar mit den Brüdern. Brüder, ne? Muslime. Aber ich rauche kein Shisha. Okay. Der eine sagt, ja, ich fahre raus, so Disco hier und so. Ja, hier in Aschaffenburg oder nach Frankfurt, ja, da sind ja die größten Discos und Clubs, ja. Ich fahre dahin, alaikum salam wa rahmatullah. Aber ich, ich mache da nichts. Ne? Also ich trinke nicht, ich habe nichts mit Frauen zu tun. Ich gehe einfach mit, ich fahre die einfach und dann bin ich da ein bisschen bei und so. Der Freund hat direkt oder indirekt Einfluss auf dich, mein lieber Bruder. Direkt, entweder er sagt dir, trink. Und wenn ihr die nicht trinkt, wenn ihr die nicht sagt, trink, dann indirekt. Du sitzt da, Shisha. Der sagt dir nicht, rauch. Nein. Beim ersten Mal sitzt du dabei, du rauchst nicht. Beim zweiten Mal sitzt du dabei, du rauchst nicht. Beim dritten Mal sitzt du dabei, du rauchst nicht. Beim vierten Mal heißt es, boah, voll der neue Geschmack, Melone mit Banane, Datteln, hast nicht gesehen, Dönergeschmack, keine Ahnung. Hier, rauch mal. Ja, komm, nur ein Zug. Okay. Danach machst du zwei Züge. Danach vier Züge. Danach
fängst du an, Shisha zu rauchen. Ja, du, die haben die dir gesagt, rauch? Haben die nicht. Aber du warst mit ihnen. Deswegen, der Freund, sehr wichtig. Willst du praktizieren? Ja. Such dir deine Freunde aus. Willst du die Sunna praktizieren, den Islam auch auf richtige Art und Weise praktizieren? Such dir deine Freunde aus. Lauf nicht mit jedem, der Bart trägt. Nicht jeder, der Bart trägt, praktiziert die Religion richtig. Schiiten tragen auch Bart. Khawarij tragen auch Bart. Sufis, richtig übertriebene Sufis, die sagen, Allah ist überall und Allah ist, egal wo du betest, egal was du anbetest, du betest Allah an. Ja, Sufis, die sagen, Allah ist überall, Allah ist, kann in Menschen reingehen. Sufis, die sagen, du kannst Dua machen zum Toten, du kannst Toten anbeten, du kannst Tote um Hilfe beten, du kannst Wasila machen, Tawassul, ne, sagt man ja immer, Tawassul, du kannst Tawassul machen, sagen, oh Imam, du bist nah bei Allah, bitte Allah, dass er mir das und das gibt, bitte Allah, dass er das, ja? Und dann siehst du, der hat Bart und so, aber der macht sowas. Das heißt, nicht jeder, der islamisch aussieht, ist auch gleichzeitig islamisch. Ja? Deswegen sagte Ali radiallahu anhu, er sagte, das Wissen, die Männer des Wissens, ja, werden mit dem Wissen erkannt, sagte er, radiallahu anhu. Er sagte, die Leute des Wissens, die Leute der Wahrheit, werden mit der Wahrheit erkannt, nicht die Leute selber. Weil manche, die sagen, okay, um die Wahrheit zu erkennen, gehe ich zu den Leuten. Ah, okay, der trägt Bart, der trägt das, ah, okay. Ah, der ist richtig. Nein. Suche nach der Wahrheit, dann wirst du deren Anhänger finden. Genauso hat er das gesagt, radiallahu anhu. Er sagt, ibhath anil haq, tajid ahle. Er sagt, suche nach der Wahrheit. Suche, du musst selber suchen. Es kommt nicht irgendeiner und serviert dir alles auf Tablett. Hier, bitteschön. Hier hast du Islam, hier hast du Aqidah, hier hast du Manhaj, hier hast du das. Hier. Nein, du musst selber suchen. Du musst selber suchen. Deswegen, wenn du suchst nach der Wahrheit, dann findest du auch deren Anhänger. Nicht nach den Anhängern suchen. Das machen viele. Fangen an zu praktizieren, dann sehen die irgendwelche Leute, die Bart tragen und dann gehen die dahin. Sehen irgendwelche Schwestern, die bedeckt sind, geht dahin. Und nimmt von denen. Das ist nicht unser Maßstab. Unser Maßstab ist die Wahrheit. Al-Haqqu, ahaqqu an yuttaba'. Dass die Wahrheit hat das größte Recht, dass sie selber befolgt wird. Nicht der Mensch. Abu Hanifa, rahimahullah, ala ra'sul ayn. Aber er kann auch Fehler machen. Sag ich das? Nein, das sagen Imame, die nach ihm gekommen sind. Die sagen das. Oder die genau in seiner Zeit gewesen sind. Sagen, hier hat er einen Fehler gemacht. Und hier hat er einen Fehler gemacht. Rahimahullah. Ja? Andere Gelehrte, es gibt Gelehrte auch heute, die können Fehler machen. Deswegen darf man nicht einfach nur blind folgen. Man muss der Wahrheit folgen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wen dürfen wir blind folgen? Den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder nicht? Deswegen sagen wir ja, washadu anna Muhammadan Rasulullah. Der Prophet ist wie ein Baum. Mit Zweigen. Mit Wurzeln. Mit Wurzeln. Ja, ein Baum. Und die Abzweigungen sind die Gelehrten. Das heißt, jeder Gelehrte, ob das Abu Hanifa rahimahullah ist, Malik rahimahullah, Shafi rahimahullah, Ahmed rahimahullah, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, all diese Gelehrten sind eine Tür zum Baum, zum Stamm, zum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die sind nur ein Weg dazu. Das war nicht mehr und nicht weniger. Ja? Deswegen, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Dann haben wir gesagt, Bescheidenheit, dass man bescheiden ist gegenüber der Wahrheit, bescheiden ist gegenüber den Gelehrten, bescheiden ist gegenüber deinem Bruder, Muslim, auch wenn er vielleicht jünger ist als du, auch wenn er vielleicht weniger Wissen hat als du, dass du bescheiden bist. Ja? Dass selbst wenn ein Jude zu dir kommt und dir was erzählen will, dass du bescheiden bist, dass du erstmal neutral bist und hörst, okay, was hast du zu sagen? Nicht sagst, nee, mit dir diskutiere ich nicht, nee, mit euch spreche ich nicht, nee, mit euch will ich nicht, nee, haut ab. Ja, das zeigt, dass man nicht bescheiden ist. Dass man die Religion besser weiß als derjenige. Weil wenn man sagt, du brauchst mir nichts zu erzählen, das heißt, ich weiß das besser als du. Al-Muhim, jetzt kommen wir zu den 6 Dingen, die davon abhalten. Das heißt, du hast den Islam angenommen, du hast angefangen zu praktizieren, 6 Dinge halten dich davon ab.
Erste Sache ist was? Kibir. Hochmut. Und wir haben erklärt, dass Hochmut nicht einfach nur ja, schön anziehen bedeutet, angeben auf der Straße, sondern Hochmut ist viel mehr. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Batarul haqqi wa ghamtun nas. Das heißt, dass man die Wahrheit also ablehnt, zurückhält und dass man sich hochmütig gegenüber den Menschen verhält. Und das macht derjenige, der halt, wenn er eine Ermahnung bekommt, eine Nasiha bekommt, genau das machen die Menschen. Erstmal sagt er, nee, halt deinen Mund. Und dann sagt er, was willst du überhaupt? Du bist doch Wahhabit, du bist doch Salafist, du bist doch Terrorist. Ja, das hört man doch jetzt. Ja? Du redest mit einem Nicht-Muslim, Salafist. Was noch? Terrorist, Islamist, Fundamentalist. Ja, das heißt, Batarul Haqq wa ghamtun nas. Erstmal will er gar nicht von dir hören. Sagt, nee, ich höre nicht von dir. Salafist. Ja, und dann ghamtun nas. Das heißt, wenn er sagt, Salafist, Terrorist, was sagt er damit gleichzeitig? Das heißt, ich bin besser als du. Du bist ein Dreckiger. Du bist ein übler Mensch. Du bist ein böser Mensch. Weil Salafist bedeutet heute gleichzeitig böser Mensch. Ja? Salafist bedeutet gleichzeitig Terrorist. Das ist die Bedeutung, die eigentlich ja, damit gemeint ist. Deswegen möge Allah uns bewahren. Al-Kibr. Dann die zweite Sache. Unwissenheit. Und diese Dinge, die davon abhalten, die Rechtsleitung Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen, die kann man immer sehr deutlich an den Sekten erkennen. Wenn man die Sekten betrachtet, sieht man immer wieder diese Punkte. Kibr. Der Kibr hat Menschen dazu geführt, zu denken, dass sie besser sind als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Was ist der Beweis dafür? Einer der Khawarij, der Erste. Dhul Khuwaisira At-Tamimi. Er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Beute verteilt hat, nach der Schlacht von Hunain. Und er sagte zu ihm, Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. So, oh Muhammad, sei gerecht, weil du bist nicht gerecht. Könnt ihr euch das vorstellen, dass jemand das zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt? In einer anderen Prüfung sagt er, Ya Muhammad, i'dil, fa inna hadhihi qismatun la turdir. لا ترضي الله أو كما قيل أو كما قال هذا الخارجي. Er hat gesagt, diese Verteilung ist keine Verteilung, die Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällt. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum ist das passiert? Kibr, Hochmut. Ja, Muhammad, i'dil, fa'innaka lam ta'dil. Du bist nicht gerecht. Was sagt er damit? Er sagt, dass der Prophet aus dem Ungerecht ist. Aber im gleichen Moment sieht er sich als gerecht. Deswegen der falsche Takfir. Ja? Wenn du zu jemandem sagst, Kafir, der ist Muslim, sagst Kafir und sein Vater ist Kafir und die ganzen Soldaten sind Kafir, Polizisten sind Kuffar, Beamte Kuffar, alles Kuffar, dann sagst du damit selber, du bist Muwahid. Und das sagen die auch. Das hört man auch bei ihnen sagen, Muwahid. Das ist ein Muwahid, Bruder. Muwahidun, wir sind Muwahidun. Und das ist falsch. Ja? Das zeigt, dass man Kibr hat, dass man sich ja, über die Menschen sieht. Dann Unwissenheit. Al-Jahlu Aar. Unwissenheit ist eine Schande. Es gibt leider einige Muslime, vor allen Dingen ältere Muslime, sagen, ich bin Jahil. Ich bin Jahil, Bruder. Bruder, ich bin Jahil. Ja, und der denkt, das ist so, yani, das ist gut. Er denkt, das ist gut, wenn man das sagt. Das ist so Jahil. Ja, ich bin Jahil, ich bin Choban bin ich, ja, Choban. Aber das ist nicht gut, das ist schlecht, das ist eine Schande, ist das. Das ist eine Schande, unwissend zu sein. Das ist nicht gut, das ist keine Entschuldigung. Das ist eine Schande, man muss Wissen aneignen. Man muss Wissen tragen. Deswegen habe ich eben gesagt, ja, warum betest du? Ja, ich bin Muslim, deswegen bete ich. Okay, wie betest du? Hast du das gelernt? Hast du das gelesen? Auf deiner Sprache? Okay, Türkisch kann ich nicht so gut, das ist immer so, diese türkischen Bücher, das ist Hochsprache, so türkisch Hochsprache, verstehe ich nicht so. Ja? Ich verstehe nur Sen, Ben, ja? Gideon, ja? Solche Sachen, aber das ist so ein bisschen zu viel. Okay, dann Deutsch. Es gibt Bücher auf Deutsch über das Gebet. Wie hat der Prophet aus dem gebetet?
Es gibt Bücher auf Deutsch über das Fasten. Es gibt Bücher auf Deutsch über die Aqida der Ahl-Sunnah und Jama'a. Es gibt Bücher auf Deutsch über den Tawhid, dass du nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetest. Ja? Tawhid al-Uluhiyya, das heißt der Eingottglaube Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung. Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya, der Eingottglaube in seine Herrschaft. Tawhid al-Asma wa-Sifat, der Eingottglaube in seinen Namen und Eigenschaften. Alles auf Deutsch vorhanden. Du musst nur lesen. Ja? Und dann, wenn du liest, danach fragst du. Fragst du jemanden, der ein bisschen mehr Wissen hat, am besten ein Gelehrter. Wenn nicht, dann jemand, der yani ein Schüler des Wissens ist. Auf Deutsch kannst du inshallah fragen. Es gibt, alhamdulillah, bei uns in Deutschland gibt es yani Menschen, die wissen, yani die gelernt haben, alhamdulillah, und die qualifiziert sind. Ja? Um ein paar Beispiele zu nennen, yani Nail Bradhan, Hafizahullah, Abu Jamal, Hafizahullah, Abu Hussein, Hafizahullah. Das sind Leute, die sind bekannt für ihr Wissen. Die haben auch gelernt, alhamdulillah, und die kann man fragen. Man kann die anrufen, man kann die kontaktieren, man kann fragen, wenn man was gelesen hat und was nicht verstanden hat. Gar kein Problem. Al-Muhim. Dann, wie gesagt, Unwissenheit ist auch eine Sache, die dich zu den falschen Taten, zu der falschen Aqida und dazu führt, die Religion falsch zu praktizieren und die dich dazu bringt, die Religion zu verlassen. Unwissend. Ja? Unwissend. Er lernt nicht. Er ist einfach nur beim Vortrag, sitzt er. Und wenn mal eine Veranstaltung ist, kommt er vorbei, isst ein bisschen, trinkt ein bisschen und danach geht er nach Hause und das war's. Nein. Du musst zu Hause. Das hier ist nur eine Ermahnung. Gleich in ein paar, in einer Stunde, in einer zwei Stunden, keine Ahnung, irgendwann mal bin ich weg. Ja? Und dann seid ihr auf euch alleine gestellt. Was macht ihr dann? Ja, dann warten, bis wieder jemand kommt. Nein. Alhamdulillah, könnt ihr machen. Aber dann, was macht ihr? Ihr geht nicht hier raus, bis ihr euch die Absicht nimmt, die Religion zu lernen. Auf richtige Art und Weise. Nicht, ich habe Hodja gehört, ich habe meinen Opa gehört, ich habe meine Oma gesehen. Wissen ist, qala Allah, qala Rasul, qala Sahab, das Wissen. Nicht mein Hodja hat gesagt, meine Oma hat gesagt, sondern Allah sagt im Koran, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in seiner Sunna und die Sahaba sagen, das ist Wissen. Das heißt, inshallah versuchen wir heute die Absicht zu nehmen, dass wir uns Wissen aneignen. Und Wissen aneignen ist, was ist es? Ist kein Problem oder ist es Pflicht, Wissen anzueignen in der Religion? Pflicht, was ist der Beweis? Eben haben wir den Beweis genannt, oder? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wisse, dass es keinen gibt, der mit Recht angebetet wird, außer Allah. Und dann der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Das Eignen von Wissen ist Pflicht für jeden Muslim. Und der Einzige, der, deswegen auch Rechtleitung, das ist das Thema, der Einzige, der Wissen aneignen wird, ist derjenige, dem Allah subhanahu wa ta'ala Erfolg gibt. Sonst keiner. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid-din. Yufaqihhu fid-din. Wem Allah subhanahu wa ta'ala Gutes will, guck mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Gutes will, nachdem er ihn recht geleitet hat zum Islam, nachdem er ihn wieder zurückgebracht hat, ja, zum Islam, yufaqihhu fid-din, er gibt ihm Fiqh, Verständnis in der Religion. Das heißt, er betet nicht einfach nur so. Ja, der kommt, der sieht, alle beten so. Ja, ich bete auch so. Alle beten so, ich bete auch so. Viele Brüder, die beten so zum Beispiel. Das ist dem Bruder, warum betest du so? Ja, ich habe in der Moschee gesehen, da waren Brüder, die haben so gebetet. Warum? Viele machen irgendwelche Sachen und dann fragst du, warum machst du das? Ja, ich habe gesehen. Ich habe in Mekka gesehen, ich habe in Medina gesehen. Genau wie ein Bruder, der sagte, ja, Sheikh, hat einen Sheikh von uns gefragt, Hafizullah. Er sagte, ich habe in Mekka jemanden gesehen, ja, der hat, ihr kennt die Ihram, ne? Diese Ihram-Kleidung. Die trägt man ja nur an einer Stelle frei, ne? Das heißt hier, einer Schulter. Ja, und die andere Schulter muss bedeckt sein, ne? Okay. Und dann beim Gebet, was macht man? Muss man beide Schultern bedecken oder nicht? Man muss beide Schultern bedecken. Da hat er gesagt, ja, Sheikh, ich habe einen gesehen, der hat Schultern gar nicht bedeckt, der hat einfach so gebetet. Dann sagte er, eine Frage, war das der Prophet, den du da gesehen hast? War das der Prophet, den du da gesehen hast? Sagt er, nein, ja, das war irgendein Muslim, der einfach dahin geht. Viele gehen einfach Hajj machen, die shoppen da. Die gehen einfach Tourismus so. Die gehen ein bisschen rum und da und da und bringen dann Geschenke mit und das war's. Und dann dickes Essen machen, Haji,
dann musst du ihn Haji nennen und das war's. Deswegen, die Unwissenheit ist wie gesagt eine Schande und wir müssen uns Wissen aneignen. Und der Einzige, der Wissen aneignen wird, ist derjenige, dem Allah subhanahu wa ta'ala Erfolg gibt. Das heißt, den er dazu auch leitet, recht leitet. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala recht leiten dazu, dass wir Wissen aneignen. An dritter Stelle schlechte Taten. Schlechte Taten haben wir auch eben erwähnt. An erster Stelle Bid'a-Sachen. Sachen, die nicht vom Islam sind. Zum Beispiel Muslime auf falsche Art und Weise aus dem Islam auszuschließen. Takfir, falschen Takfir zu machen. Ja, dass man sagt, der ist Kafir und der ist Kafir. Warum sage ich das? Weil das sind aktuelle Themen. Geht in Facebook rein und seht euch das an, oder? Stimmt's oder habe ich recht? Guckt ihr, der sagt zu den Kafir, du bist Kafir. Die reden, diskutieren, ganz kurz sagt er, du Munafiq, du Kafir, du Muschrik, du das, du das. Subhanallah, als ob der hier Wasser trinkt, so. Kafir. Munafiq. Kein Problem, ja? Demnächst müssen wir nicht Takbir, Allahu Akbar, müssen wir Takfir, Kafir, Takfir, Kafir, müssen wir demnächst machen. A'udhu Billah, so leicht wird das gemacht, so leicht wird damit umgegangen. Ja, Miskin, weißt du, was das bedeutet, wenn du jemandem sagst, du Kafir? Das heißt, dass er für immer und ewig in die Hölle kommt, wenn er stirbt. Das heißt, dass seine Frau sich, wenn sie Muslima ist, sich scheiden lassen muss. Das heißt, dass er nicht beerbt wird, dass man kein Erbe von ihm nimmt. Das heißt, dass man ihn nicht wäscht, dass man nicht für ihn betet. Dass man ihn nicht in den Friedhöfen der Muslime beerdigt. Sind das einfache Sachen, die man so einfach so, hä? Oder sind das gewaltige Sachen? Das sind doch gewaltige Sachen, oder? Also, deswegen von diesem Thema fernhalten. Nicht falschen Takfir machen. Mach den richtigen Takfir. Zwar indem du sagst, Christen sind Kuffar. Juden sind Kuffar. Natürlich nicht, dass du zu denen hingehst, hey, hör mal, ihr seid Kuffar, 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 ja? Das ist nicht damit gemeint, sondern dass du daran glaubst, dass das Kuffar sind. Und dass du es auch sagst, wenn du es sagen musst. Jemand fragt, sind Christen Kuffar? Sagst du, ja, sie sind Kuffar, genau. Aber Kafir ist kein Schimpfwort. Kafir ist eine Bezeichnung. Ja? Kafir ist ein Name, eine Bezeichnung, aber kein Schimpfwort. Ja? Munafiq ist kein Schimpfwort, das ist eine Bezeichnung. Möge Allah uns bewahren davor. Es kann sein, dass du die ganze Zeit die Leute Kafir nennst, beschimpfst mit Kafir und Munafiq und dann irgendwann mal stirbst du als Kafir oder als Munafiq. Es kann ganz schnell gehen. Ganz schnell. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, was? Es gibt Menschen, die machen Taten der Paradiesbewohner, bis eine Handlänge zwischen ihnen und dem Paradies ist. Das heißt, sie sind kurz davor zum Paradies und dann machen sie eine Tat und dann kehren sie zurück zur Hölle. Das heißt, der ist gut dabei, der betet und dann fängt er an, Takfir, falschen Takfir zu machen, falschen Tabdi'a zu machen, er erklärt Leute zum Mubtadi'a, ja, er beleidigt, er betrügt, er belügt, er schlägt, er lügt über die Religion, lügt über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, macht irgendwelche Taten, die nicht vom Islam sind und sagt, doch, das ist vom Islam, ja, irgendwelche Sachen, die weder Hand und Fuß haben im Islam und dann geht er zurück. Wie, dann hörst du, der Bruder, der hat doch Bart getragen, hat uns immer zum Vortrag gerufen, hat uns immer da gerufen, hat uns immer über Allah und seinen Gesandten gesprochen, der war so stark, mashallah, wo ist er? Weg. Die Schwester, die hat doch Hijab getragen, da, 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 weg. Warum? Weil man hat schlechte Taten begangen, die dann diese Rechtleitung, yani, blockiert haben. Diese Rechtleitung, du bekommst sie, das ist eine Ni'ma von Allah, aber du kannst sie blockieren mit diesen Sachen. Diese Sachen kannst du diese Rechtleitung, subhanallah, nicht bekommen. Und dann der andere, der macht Taten, der Höllenbewohner, trinkt, Shisha, Sinna, das, das, und Leute kommen und sagen, guck mal, ach, hör auf, der ist sowieso verloren. Ach, nur ein Shisha-Bar, nur da. Auf einmal macht er eine Tat, ja, eine gute Tat, und auf einmal kommt er ins Paradies, subhanallah. Dann am Ende kommt er ins Paradies. Anderer Beweis, Hadith Sahih, ein Mann sagte zu seinem Freund, Wallahi, du kommst nicht ins Paradies. Guck mal. Wallahi, du kommst nicht ins Paradies. Das ist genau wie das gleiche, wenn man sagen würde, du Kafir, oder nicht? Ja, du Muschrik. Sag, Wallahi, du kommst nicht ins Paradies. Er hat nicht gesagt, du bist Kafir. Er hat gesagt, Wallahi, du kommst nicht ins Paradies. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer ist derjenige, der meine Stellung nehmen will? Meine Stellung, ich bin der Einzige, der sagt, wer ins Paradies kommt, wer ins Höllenfeuer kommt.
Ich bin der Einzige, der die Menschen ins Paradies bringt oder die Menschen in die Hölle. Ich bin der Einzige, sagt er. Er kommt ins Paradies und du kommst in die Hölle. Allahu Akbar. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi sagt auch, wer zu seinem Bruder sagt, ja Kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Ein von den beiden wird das treffen. Dann sagt er in einer anderen Belüftung, wenn es so ist, dann ist das so. Wenn das nicht so ist, dann geht das zurück auf ihn. Möge Allah uns bewahren. Deswegen möge Allah uns subhanahu wa ta'ala bewahren. Das sind schlimme Sachen. Dann, natürlich nach den Bid'ah, ja, das heißt auch diese Sachen, wie gesagt, es gibt viele Bid'ah. Maulid, sagen Geburtstag vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt genau geboren? Es gibt viele Aussagen dafür, darüber. Man weiß, in welchem Jahr er geboren ist, war, aber nicht genau wann. Ja, Maulid, wir machen Maulid, Maulid. Ja, ist doch kein Problem, wir machen noch Sohbet, wir machen Essen, Trinken. Essen, Trinken, Sohbet ist kein Problem. Aber die Art und Weise ist das Problem. Genau wie einer hat Gebet nach dem Fajr. Und nach dem Fajr zu beten ist ja verboten. Ne? Nach dem Fajr direkt zu beten. Außer in einer Ausnahme, so wie manche Gelehrte sagen, und zwar wenn man die Sunna von Fajr verpasst hat und zur Moschee kommt und so weiter. Aber das ist nicht unser Thema. Wir wissen, nach dem Fajr darf man nicht beten. Direkt nach dem Fajr. Bis zum Sonnenaufgang. Al-Muhim, dieser Mann, hat dann gebetet. Nach dem Fajr direkt. Und dieser Imam hat ihm gesagt, das, was du gemacht hast, war falsch und hat ihn halt getadelt. Er sagte, ja, Imam, ist das Gebet schlecht? Ja? Ich habe gebetet, ist das Gebet schlecht? Er sagt, nein, das Gebet ist gut. Aber die Art und Weise ist schlecht. Ja? Deswegen Maulid feiern, deswegen du fragst, hat Abu Bakr das getan? Nein. Umar? Nein. Uthman? Nein. Ali? Nein. Abu Hanifa? Nein. Malik? Nein. Shafi'i? Nein. Ahmed? Nein. Der Gelehrte so? Der Gelehrte? Nein. Wer hat das gemacht? Schiiten. Shia. Al-Ubaydiyun. Die waren die Ersten gewesen, das war in Nordafrika, Marokko, Tunesien, die diese Bid'ah von Maulid gemacht haben. Das ist eine Bid'ah, das heißt eine Erneuerung, die nicht im Islam Hand und Fuß hat. Danach kommen die Sünden natürlich. Großsünden, wie Lügen, Betrügen, schlechte Vermutung, Misstrauen gegenüber deinem Bruder haben, Misstrauen gegenüber die Gelehrten haben, die Gelehrte beleidigen, ja? Ältere beleidigen, deinen Vater beleidigen, deine Mutter beleidigen. Und das sieht man. Viele dieser Brüder und dieser Schwestern, die so groß prahlen, ja, und Käfer bezeichnen und so, guck mal, wie sie mit ihren Eltern umgehen. Guck dir einfach nur, wie sie mit ihren Eltern umgehen, dann weißt du Bescheid. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Und sag ihnen nicht mal uff, uff, so. Dein Vater sagt dir, kannst du Müll rausbringen? Uff, oh Mann. Subhanallah. Guck dir mal diese Leute an. Guck dir die an, wie sie mit ihren Eltern umgehen, A'udhu Billah. Und das ist eine Sünde. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Und schrei sie nicht an. Ja? Er sagt, was? Ich habe doch nur Anne gesagt. Anne, Anne, Baba, Baba. Ja? Was soll das? Redest du gerade mit deinem Esel oder redest du mit deinem Vater, A'udhu Billah? Manche gehen mit ihren Müttern um, als ob das seine Freundin ist. Ah, geh weg. Ja, was willst du von mir? Nee, 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 Baba. Ist das deine Freundin oder ist das deine Mutter, A'udhu Billah? Vater auch, als ob das irgend so ein Kumpel. Ach, du hast keine Ahnung. Ach, du hast keine Ahnung, halt den Mund. A'udhu Billah. A'udhu Billah. Halt den Mund, wenn du zu deinem Vater sagst, halt den Mund. Ist das schlimmer als uff oder nicht? Ha? Ist doch schlimmer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uff. Und sag ihnen nicht mal uff. La und nahiya ist das. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uff. Sag ihnen nicht mal uff. Nicht mal uff. Wie ist es dann noch mit halt den Mund? Ach, geh mal. Du hast doch keine Ahnung, du Jahil, du das, du A'udhu Billah, möge Allah uns bewahren. Das kommt davon, dass diese Jugendlichen hier in Deutschland den Respekt vor Allah haben gegenüber den Älteren, nicht den Gelehrten. Die Gelehrten kommen nach den Älteren, aber die Älteren. Guck dir an, wie er mit den Älteren umgeht in der Moschee. Ja? Guck dir an, wie er mit ihnen umgeht. Sagt ihnen Salamu alaikum, Amja, wie geht's? Oder geht er so an dem vorbei? Guck dir mal an, wie er mit ihnen umgeht. Guck dir mal an, wie er mit den Weisen umgeht. Es gibt zum Beispiel einen Mann bei uns, zum Beispiel hier in Aschaffenburg, ein älterer Mann, mashallah, sehr weise. Ja, mashallah, jeder fragt den so, wenn er Probleme hat in seinem Leben und so, der hat, mashallah, Hikmah hat der. Gibt es doch, oder? Es gibt Menschen, die haben Hikmah.
Der hat nicht vielleicht viel Wissen, aber er hat Hikmah. Er sagt, guck mal, mein Sohn, mit deiner Frau musst du so machen und so machen. Eheprobleme zum Beispiel. Probleme auf der Arbeit, Probleme da, irgendwas, Probleme mit Dunya, Auto, keine Ahnung. Der erklärt dir, guck mal so, der hat Erfahrung. Er hat Hikmah, die Älteren. Deswegen, das ist das Vorteil, der Vorteil von einem Älteren. Das heißt, er hat Erfahrung, er hat gelebt, sagt man. Sagt, ja, mein Sohn, ich hab gelebt. Ja? Ich hab gelebt, sagt er. Ja, nee, der hat Erfahrung. Warum nutzen wir das nicht aus?